In einer der frühen Lektionen habe ich dir genau gesagt, was bei mir rote Fäden sind. Das kann ein bisschen variieren bei der DIMB oder bei internationalen Verbänden, aber im Grunde ist das immer relativ ähnlich. Und ein ganz zentraler Punkt ist natürlich die Haltung auf dem Fahrrad. Und da gibt es jetzt Begriffe wie Grundposition, Grundhaltung, Zentralhaltung, Neutral Position, Ready Position, das variiert alles. Wichtig ist für dich, dass du nicht nur weißt, wie wird sowas beschrieben, was sind so die Merkmale, sondern auch das Warum, was steckt dahinter. Und da möchte ich dir jetzt ein paar Hintergründe geben und ich werde auch direkt zeigen, so ein bisschen, wie ich das erkläre. Da kannst du dir was draus ziehen oder Teile und wirst dann feststellen, was spricht dich an, was kannst du selber so spüren, was kannst du an deine Teilnehmer weitergeben. Rein methodisch, ein kleiner Zwischeneinschub, siehst du natürlich, das kannst du auch mit deinen Teilnehmern so machen. Wenn du sagst, du möchtest was zeigen, guck mal bitte auf meine Ferse, dann, das wäre jetzt ein Beispiel, kannst du natürlich hingehen und dich an einen Baum stellen, dein Hinterrad irgendwo abstützen, dein Lenker wohl abstützen. Du kannst es auch im Rollen machen, aber oft ist dann so ein bisschen Ablenkung, weil du mal rollen musst, wieder zurück, wieder rollen. Geht auch, aber wenn du die Möglichkeiten hast, kannst du auch die Variante wählen, das dich statisch abzustützen und so den Teilnehmern einzelne Aspekte zu zeigen, wenn du ihnen was erklären möchtest. Ja, fange ich natürlich erstmal unten an, das ist ganz klar. Und nach internationalem Standard, ganz, ganz wichtig, ist die hängende Ferse. Das heißt, am vorderen Fuß hängt die Ferse. Das ist kein Runterdrücken, sondern ein relaxes Ferse hängen lassen. Das ist ein total roter Faden, um das Körpergewicht auf den Füßen zu lassen, um die ganzen Hindernisse, das kommt ja alles von vorne, eine Widerstandskraft zu haben. Viele stehen so ein bisschen Ferse hoch und kriegen viel schneller das Gefühl, nach vorne gestoßen zu werden. Und das mit der hängenden Ferse ist einfach eine grundlegende Basis und das ist auch eine Korrektur, die kannst du immer wieder den Leuten geben. Da sind sie total dankbar, dass sie merken, hey, am Anfang vielleicht ungewohnt, aber dann fühlt es sich immer besser an. Also in der normalen, entspannten Haltung aufrecht oder auch sonst bleibt die vordere Ferse hängen, je nachdem, was das Fußgelenk von deinem Teilnehmer halt hergibt. Und immer mal wieder bewusst machen, es geht nicht ums Runterdrücken, sondern um hängen lassen. Am hinteren Fuß ist das ein bisschen anders. Der kann in der total entspannten Haltung auf dem Easy Trail auch ein bisschen hängen. Aber je mehr es ruppig wird, intuitiv, automatisch wird die hintere Ferse ein bisschen hochgehen. Dann hat man auch so eine kleine Einspannung, dass man zwischen den Pedalen und dem Lenker eingespannt ist. Und wenn es sehr ruppig wird, dass die Füße nicht durch die Wurzelschläge und so vom Pedal hochhüpfen. Ja, da kannst du die lässige Ferse, kannst du nennen, wie du willst, aber gib das an deine Teilnehmer, das ist so wichtig. Das ist so ein roter Faden und mir ist das schon so häufig aufgefallen von Leuten, die viele Kurse gemacht haben, bevor sie zu mir kamen und immer gesagt haben, das haben wir noch nie so in der Art auf dem Schirm gehabt, wie wichtig die hängende Ferse ist. Und schau dir gute Fahrer an, Naturals, die es von der Pika aufgelernt haben und World Cup Fahrer und so weiter. Und da hängt natürlich bis auf so Situationen wie Sprünge, hängt die Ferse vorne immer. Ganz, ganz wichtige Grundlage und auch gut zu erklären, weil deine Teilnehmer wollen auch wissen, warum, was soll das? Habe ich bisher vielleicht nicht immer so gemacht. Was ist da jetzt der Punkt? Und dann kannst du ihn erklären. Gut, von da gehend, ganz wichtig, wenn du erstmal locker guckst, wie stehen die Leute auf dem Rad und dann gibst du vielleicht so ein bisschen Feedback, je nachdem, welche Methode, ob du es erstmal sie fahren lassen hast und dann geguckt hast, was bringen sie mit. Das ist eine Methode, die mache ich am liebsten. Oder hast du direkt am Anfang gesagt, komm, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich möchte euch mal da direkt ein paar Top-Tipps geben, dann könnt ihr das anwenden. Das sind diese verschiedenen Methoden, die man anwenden kann. Dann leg auch schon mal den Fokus darauf, dass du den Leuten vermittelst, dass sie auch dieses ganz aufrecht entspannte Stehen kennen. Weil viele sind schon immer so ein bisschen gebeugt. Manche ein bisschen mehr, bis sie in die Klostuhlhaltung kommen. Manche immer so ein bisschen nur oder so ein ganz bisschen. Und haben hier nie eine totale Entspannung in den großen Muskelgruppen. Das heißt, für manche ist es ungewohnt, weil sie so weit weg vom Boden, so weit hoch stehen. Und da kannst du auch Bilder benutzen. Ich benutze gerne das Bild, die Kaffeepause. Also alle stehen mit Kaffee im Flur und alle stehen mit geraden Beinen entspannt und keiner steht in der Hocke, weil man will ja sich entspannen. Deswegen in der zentralen Haltung wichtig, dass die Leute das kennenlernen, ganz entspannt zu stehen und mit geraden Beinen
Und die Knie natürlich offen halten, wenn ihr jemand die schon so einrastet, dann hat er wieder viel Spannung drin und kann auch nicht mehr reagieren. Deswegen ganz wichtig, entspannte gerade Beine. Von da aus kann man auch den Weg der Beine gut nutzen, Schläge abfedern und situativ auch immer eine tiefere Haltung wechseln. Von den Beinen weiter aufwärts gehend, wird man merken, je nachdem, was jetzt auf dem Trail kommt, geht man ja auch in eine tiefere Haltung. Und da ist es so, dass das Wichtige ist, dass das so ein bisschen natürlich passiert und dass man darauf achtet, dass die Teilnehmer das kennen, dieses Spiel von ganz entspannt stehen zu ein bisschen niedriger stehen, je nachdem, was gerade so kommt, ob man Löcher oder Hindernisse abfedern muss und so weiter und so fort oder einfach noch bewegungsbereiter sein muss. Und ja, das kannst du natürlich schön, wenn du ein welliges Terrain hast oder so, am besten direkt im Kontext mit den Leuten machen. Nicht nur auf dem Parkplatz immer, komm, macht mal so. Da fehlt einfach der Geländekontext. Und du wirst Leute haben, die machen das eh schon so, wenn sie irgendwo langfahren. Aber wenn du sie auf dem Parkplatz machen lässt, ist das so eine total unnatürliche Umgebung für sie. Es fehlt der Kontext, die Sensorik, dass sie spüren, was kommt da unter mir. Da geht eine Mulde rein. Und dann machen sie es ja, ein bisschen wie Roboter, weil du es ihnen sagst. Also, nimm den Kontext mit und schau, dass sie wirklich diese Range der Bewegung von groß sein zu klein sein kennenlernen im entsprechenden Gelände und gib ihnen den Spielplatz, das zu erproben. Dann wirst du merken, viele haben natürlich einen Rundrücken, dazu neige ich auch von meiner Jugend, sage ich mal. Haben viele so eine lästige Zeit der Jugend, wo man so ein bisschen hängt immer. Und da kannst du zum Beispiel eine Korrektur verwenden oder wenn du es erklärst, dass man so ein bisschen das Steißbein so ein bisschen hochdrückt, so ein bisschen wie so ein Entenpo nach oben drücken, um diesen Rundrücken zu vermeiden. Die Brust ein bisschen raus, wenn du Leute hast, wo die Schulter so nach vorne fällt. Du bist kein Orthopäde und du musst auch nicht jede Sache korrigieren, wo du merkst, jetzt sind die Leute verwirrt, weil du ihnen 5 Punkte gegeben hast, weil du das nicht magst, dass sie so einen Rundrücken haben. Aber eigentlich haben sie erstmal gerade ganz andere Baustelle. Das heißt, fokussiere dich darauf, hab aber einen Blick dafür. Und was verursacht das in der Stabilität beim Fahren, wenn Leute eine ungünstige Haltung haben? Je nachdem, was jetzt kommt im Gelände, muss man oft auch die Schulterachse tiefer absenken. Und da wird es also sein, dass die Arme sich mehr beugen. Wie sehr du dann eine ergonomische Haltung hast oder ob du ein bisschen die Ellenbogen weiter rausnimmst, das überlasse ich dir. Mein Tipp, überlasse aber auch den Teilnehmern eine ergonomische Haltung. Weniger so die Schultern so rauszudrehen, so eine unergonomische Haltung, wie es häufig vermittelt wird. Lass sie ruhig ihre Haltung fahren, solange sie nicht irgendwie hinten hängen oder den Ellenbogen schon am Bauch hängen haben, nach innen. Gib ihr den Spielraum, sieht man selbst bei guten Fahrern, da gibt es eine große Range. Und für Schultergelenk ist es sehr unnatürlich, wenn man das so rausdreht und fast schon die Arretierung geht. Deswegen dieser Tipp, Ellenbogen raus, kann auch wirklich missverständlich sein. Deswegen bin ich da ein bisschen weg von seit ein paar Jahren und fahre auch wieder eher so, wie ich es als Jugendlicher selber gelernt habe. Und ganz wichtig, du vermittelst natürlich Sachen, die irgendwo im Fahrtechnik-Skript, Lehrbuch irgendwo stehen. Aber denk wieder daran, wie fühlt es sich selber an, wie ist es für dich angenehm und vermittel auch solche Dinge, weil diese krassen Positionen, die teilweise von Fahrtechnik gelehrt werden, ihr kennt es vielleicht, aktivierte Position, aktivierter Bereich oder Racing-Position, wo teilweise solche Haltungen entstehen. Schaut euch mal meinen Nacken an, wie sehr ich dann gucken muss. Also ich hatte schon Teilnehmer, die mir erzählt haben, die haben so Kurse gemacht und die haben so einen Enduro-Helm, der tief runtergeht. Und da kam es mit dem Helm schon an den Rucksack, weil so krass den Kopf nach vorne. Sehr unergonomisch und unangenehm. Also lass dich da nicht so als Sklave in so ein festes Muster reindrücken, sondern vermittel auch das, was sich für dich gut anfühlt. Und das kann auch ein bisschen den normalen Standards aus der Fahrtechnikwissenschaft, dazu gibt es auch eine Lektion, widersprechen. Es ist aber einfach angenehmer. Und dein Blick ist natürlich grundlegend, dass du immer mehrere Sekunden vorausschauen kannst. Und wenn du halt so eine Haltung hast oder halt extrem tief bist, das sind oft Momente. Aber wenn du schon viel so fährst, dann wirst du merken, das ist unangenehm. Also schau einfach, dass du das, was du vermittelst, auch selber spürst und guck, dass die Leute auch ergonomisch auf dem Rad sind und nicht irgendwie total verkrampft auf dem Rad stehen.